Willkommen zu Miitopia! Heute am 21.05.2021 erscheint die Switch-Version von diesem Spiel. Damals auf dem 3DS ist es erschienen, vor ein paar Jahren. Und ich habe es damals auf dem 3DS nicht gespielt. Aber mir wurde häufig gesagt, ich soll es mal spielen, weil es ist ein sehr gutes Spiel. Hat gute Soundtrack, ist es allgemein irgendwie auch ein gutes Spiel. Naja, ich hab's damals nur so als dieses RPG gesehen, was man halt mit Miis spielen kann. So, aber es ist viel mehr als das. Und das, ich habe die Demo gespielt hiervon, weil ich konnte nicht anders, weil ich so gehypt war vom Trailer. Und es ist einfach wirklich genauso geil, wie Leute es gesagt haben. Also, ich bin sehr gehypt auf dieses Let's Play. Ich habe auch vor, dieses Let's Play einfach nur perfekt zu machen. Mit nicen Jokes, mit geilen Characters. Und ja, ohne viel zu spoilern, fangen wir an. Wir befinden uns in der Welt von Miitopia. Eine Welt, in der Mii ein friedliches Zusammenleben genießen können. Oder besser gesagt, konnten. Eines Tages geschah etwas Schreckliches, ohne jede Vorwarnung. Ein riesiger Schatten legte sich über Miitopia. Oh no. Eine entsetzliche Kreatur stahl die Gesichter einiger unschuldiger Mii. Und als ob das noch nicht genug wäre, passierte etwas völlig Unglaubliches. Das kann noch schlimmer sein. Das anscheinend. Die Gesichter tauchten wieder auf. Und zwar auf Monstern. Ein argloser Reisender ist auf Wanderschaft. Mike. Oder wie ich ihn gerne nenne, Ebenbild von mir. Ein schöner, ruhiger Tag. Mike reist allein und ohne ein bestimmtes Ziel. Hä? Wo bin ich? Ah! Mike erspäht eine Stadt in der Nähe. So, und wir spielen als mich selbst natürlich. Das ist mein Mii-Standpunkt jetzt. Man kann nämlich ganz am Anfang des Spiels, bevor man das überhaupt alles startet, werde ich mal kurz einblenden, kann man entweder sich die Demo Spielstand draufladen, was ich nicht gemacht habe, weil ich will es ja von Anfang an let's playen. Und man kann dann auch seinen Mii auswählen, seinen Hauptstandard-Mii, dann selbst so gesehen. Aber weil ich so viel Tomodachi Live früher gespielt habe, nenne ich mein Mii immer Ebenbild von mir selbst. Genau. Und hier in den Flachlandlügeln finden wir ein Dorf. Ah, Miitopia. So viele Gesichter. Welche Rolle du mit welchem Mii-Charakter besetzt, bleibt ganz dir überlassen. Und falls dir deine Wahl nicht gefallen sollte, kannst du sie später immer noch ändern. Also gut, dann lass uns mal ein paar Rollen zuweisen. Und jetzt können wir hier alle Gesichter oder alle Charaktere, alle Mies von den Dorfbewohnern hier ganz beliebig ändern. Wir hätten zum Beispiel den Stadtsprecher. Ein selbsternannter Stadtsprecher, der aber nicht viel zu sagen hat.
Grinse, Omi. Ist stets gut gelaunt. Ihr Lächeln bringt jedes Herz zum Schmelzen. Freches Kind. Ein vorlautes Blag, das anderen ständig auf die Nerven geht. Besorgte Mutter. Versucht vergeblich, ihr Kind im Zaum zu halten. Wirkt gestresst. Turteltyp. Hat seine Freundin sehr gern, doch von großer Liebe keine Spur. Turteltussi liebt ihren Freund über alles, fragt sich nur, wie lange noch. Ekelpaket ist recht überheblich, Schuld daran mag seine schwere Kindheit sein. Und der Bürgermeister, trotz all seiner Fehler der wohl vernünftigste Bewohner der Stadt. So, und die werde ich jetzt alle customizen. Wie das funktioniert, man kann entweder in dieses Mii-Menü gehen, das kann ich euch zeigen, entweder man geht auf Neu erstellen und man macht hier ein komplett neues Mii. Man wählt ein Mii aus von der Switch, also von der Konsole, wo man schon ein paar Mies drauf haben sollte. Oder man empfängt. Und beim Empfangen, das werden wir gleich sehen, kann man entweder Mies von Freunden, also von Leuten aus der Freundesliste empfangen. Man kann einen Code eingeben oder das, was gerade am beliebtesten ist. So, und ich werde mir jetzt ein paar raussuchen. Anfangs. Was ein kreativer Name für eine Anfangsstadt. Und hier sind wir und mein Stick driftet. Geil! Hier sind wir angekommen in die erste Stadt. Doch warum sind wir hier? Ich meine, ja, wir wurden weggescheucht von Schmetterlingen, aber was haben wir denn vorher gemacht? Vielleicht finden wir das noch raus. Auf jeden Fall sollten wir erstmal herausfinden, wo wir überhaupt sind. Hey, Monita. Hilf mir mal. Stadtsprecherin Monita. Puh, bisschen langweilig heute. Moment, langsam, ganz langsam. Warum die Aufregung? Monster mit den Gesichtern von Leuten. Hahaha, du willst mich auf den Hahn nehmen. Anfangs ist ein friedlicher Ort. So friedlich, dass es geradezu langweilig ist. Okay, Monita, ich weiß ja nicht, was du hier machst, aber wenn du jetzt hier wohnst, in Anfangs? Okay. Oh, hallo Muffet. Hast deinen Shop umgezogen? Grinse, Omi, Muffet. Welch wunderbarer Tag. So ein Wetter macht einfach gute Laune, oder? Oh, ein Abenteuer! Warum das lange Gesicht? Freust du dich denn gar nicht über das Wetter? Probier es doch mal mit einem kleinen Lächeln. Es würde dich glücklich machen. Und mich auch. Oh, wie nett. Sie verkauft nicht mehr nur Spinnen, sondern auch Früchte, diesmal, wie es scheint. Damit jeder was in dem Laden, in der Stadt hier was hat. Und auch in dem Laden. Wer bist du denn? Freches Kind. $19 Fortnite Card. Yippie! Juhu! Ich bin ein Drache! Fortnite, Fortnite! Ja, dazu gehe ich, glaube ich, mal nicht weiter ein. Besorgte Mutter Alphys. Hör auf damit, $19 Fortnite Card. Du tust dir noch weh, wenn du so herumhibbelst. Du treibst mich noch in den Wahnsinn. Entschuldigung, Abenteurer. Mein Kind sprüht nur so vor Energie. Ich weiß auch nicht, wo das noch hinführen soll. Tja, bei kleinen Fortnite-Kiddies, ne, weiß man auch nicht, was man da machen soll. Wen haben wir denn hier? Turteltäubchen, Mützi und Monika. Ich weiß jetzt schon, wenn Mützi das Video sieht, ist einer meiner Mods, er wird mich dafür hassen. Schatzi! Tihihi. Du bist echt süß, Monika. Du bist echt goldig, Mützi. Das ist alles wie ein Traum. Soll ich dich bezwingen, Tihihi? Ja, lassen wir die beiden Turteltäubchen doch mal alleine. Wen haben wir denn hier? Ekelpaket Villager. Was ist? Typen wie du verirren sich selten zu uns. Ha. Bist du hier zu Besuch oder was? Ja. Aha, vielleicht auch Wellnessurlaub. Klingt ja wahnsinnig spannend. Viel Glück
und Spaß. Ha. Okay, scheint jetzt nicht so nett zu sein. Vielleicht weiß er, was ich damals mit Villagern gemacht habe in Minecraft. Ja, lassen wir das. Oh, hallo Professor Eich! Ist das hier das neue Alabastia? Oder wie sieht's hier aus? Naja, Anfangsstadt. Passt ja eigentlich hier. Bürgermeister Professor Eich. Willkommen, Abenteurer. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Du hast sicher schon mit einigen Leuten geredet, ja? Genau. Anfangs ist eine schöne Stadt. Kein Wunder, wo ich doch der Bürgermeister bin. Huch! Was um alles in der Welt ist das? Wer, wo, was, wie? Was ist das, Mami? Bitte sei ganz leise. Monika! Mitzi! Das kann nichts Gutes heißen. Hm? Oh nein, das ist... Der dunkle Fürst! Eine boshafte Kreatur, die aus dem Schattenreich Monster befehligt. Alles klar, wähle ein Mii für die Rolle des dunklen Fürsten. Dann machen wir das doch mal. Was wäre denn Standard? Nein, da wählen wir was Cooleres. Dunkler Fürst, Gomme HD. Und ja, ich weiß, deine Augen sind ein bisschen klein. Ich habe jetzt wirklich gefühlt 20 Minuten rumgefuchtelt, das zu fixen. Jetzt konnte ich es erstmal nicht machen, aber trotzdem, er sieht doch sehr bedrohlich aus. Oder? Muhahaha! Ich bin der dunkle Fürst, Gomme HD. Ich werde diese kleine, elende Welt nur in Angst und Schrecken versetzen und verwüsten, denn ich habe Creative Mode und kann alles spawnen, was ich will. Und ich beginne bei euch, ihr Leute von Anfangs. Ich werde euch lehren, was Angst bedeutet. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack. Verabschiedet euch von euren Gesichtern. Nein! Oh! Nein, 19 Dollar Fortnite Card! Bitte nicht! Monika! Das hübsche Anime-Gesicht. Um Himmels Willen! Die Gesichter hat sie geklaut! Warum? Nun gut. Das sollte fürs Erste reichen. Jetzt hört gut zu, elende Entstellte. Ihr werdet ein sprachloses, aber dafür angsterfülltes Leben führen. Und die anderen, die ich diesmal verschont habe. Trollerlei, Gommemor, mich meinen, seht euch eure armen kleinen Freunde an. Was bleibt für euch? Verzweiflung! Lebt wohl, oder er lebt in Furcht. Komm mal! Mist! Was hat er nur angerichtet? Das kann nicht sein! So hilft uns doch jemand! Oh jemine! Oh nein, die ganzen Gesichter! Selbst von den Leuten, die wir nicht mochten. Das schöne Gesicht von Monika. Oh nein. Jetzt kann sie mir nichts mehr ins Ohr säuseln. Ja. Und noch mehr wahrscheinlich. 19 Dollar Fortnite Card. Mein armes Mäuschen. Keine Panik. Keine Panik. Keine Panik. Oh, Abenteurer. Ich flehe dich an, bitte. Bitte hilf meinem armen 19-Dollar Fortnite Card. Okay. Oh, vielen, vielen Dank. Ah. Bitte nimm das hier. Dieses alte Familienstück bringt Glück. Hurra, antikes Amulett erhalten. Ich habe so eine dunkle Ahnung, dass der dunkle Fürst noch in der dunklen Nähe ist. Und der Dunkel sich aufhält. Könntest du außerhalb der Stadt nach ihm suchen?
Du hast die Quest der Mutter angenommen. Mhm. Uff. Allen wurde das Gesicht geklaut. Wir müssen was dagegen tun. Und deshalb gehen wir in die falsche Richtung wieder raus aus der Stadt. Aber zum Glück können wir drumherum gatschen und können hier lang. Gomme HD. Da will wohl jemand den großen Helden spielen. Gib das Gesicht von 19 Dollar Fortnite Card zurück. Meinst du vielleicht das hier? Mhm. Okay, warum nicht? Nur eine klitzekleine Bedingung. Du musst meine Creeper-Suppe trinken. Oder den hier erstmal besiegen. Wow. Man sieht sich, falls du überlebst. Komm im Mode. Verdammt! Was soll ich nur machen? Oh nein! Das antike Amulett leuchtet. Es scheint auch zu sprechen. Mike! Mike, kannst du mich hören? Nein. Oh, ich kann vorspulen mit B gedrückt halten, okay. Ho, ho, ho! Natürlich kannst du mich hören! Nur zu sehen bin ich nie. Ich bin Horst, der über alles herrscht. Echt jetzt? Bitte hör zu, was ich dir zu sagen habe. Du scheinst in Schwierigkeiten zu stecken, mein Kind. Soll ich dir ein bisschen helfen? Ja, bitte! Ho, ho, ho! Sehr gut. Bei dem Ho-Ho-Ho muss ich immer an Santa denken. Ich werde dich stark machen. Die Macht des Horst wird dir helfen. Ho-Ruch! Die Macht des Horst! Du kannst eine Klasse wählen. Die Macht der Klassen. Klassen bieten spezifische Techniken, die dir die Kämpfe gegen Monster erleichtern. Such dir jetzt eine Klasse aus, die dir zusagt. Klassen legen deine Rolle im Kampf fest. Manche eignen sich besser für den Kampf, andere eher für das Heilen. Für jede Klasse gibt es spezifische Waffen und Kleidungsstücke. Natürlich können Aussehen und Kleidung jederzeit angepasst werden. Und nun viel Spaß bei der Klassenwahl. Ja, am Anfang des Spiels gibt es hier 6 Klassen, die man zu wählen hat. Es gibt später im Spiel noch ungefähr das Doppelte noch mehr. Kriegt man aber erst später freigeschaltet. Es gibt den Krieger, schwingt das Schwert, kennt sich in Angriff und Verteidigung gut aus. Es gibt den Magier, verursacht mit mächtiger Magie verheerende Schäden beim Gegner. Den Priester, idealer Unterstützer, kümmert sich mit göttlicher Magie um Verletzte im Team. Den Dieb, flink wie der Wind, mit Techniken, die den Feind in Verwirrung stürzen. Popstar, einmal in 2 Stilen, rüttet das Team mit seiner Energie auf und vereint es mit hinreißendem Gesang. Es gibt das Kostüm und es gibt einmal das Kostüm. Ja. Und dann gibt es noch den Koch. Kocht gesund und schlägt hart mit der Pfanne zu. Ein Helfer mit harten Hieben. So, und ich persönlich, von all den Klassen, die es gibt, am meisten spricht mich Magier an. Und deshalb werde ich ein Magier sein wollen. Mike wurde zum Magier. Wow! Hoppla! Nicht schlecht. Ho, ho, ho! So bist du gegen die Monster des dunklen Fürsten gut gewappnet. Jetzt kämpfe, Mike. Zeig, was du kannst. Alles klar. Wabbel hier nicht so herum. Es wird dir nichts helfen. Und da kommt der erste Kampf.
Mini 19 Dollar Fortnite Card Schleim. Ich liebe diese Musik. Dann greifen wir doch mal an. Ha! 2 Damage nur. Wir sind aber auch kein wirklicher Kämpfer. Wir sind eher jemand mit Techniken. Leider haben wir noch keine. Und auch Süßes? Tja, das wird bestimmt später noch erklärt. Greifen wir erstmal zurück. Bam! Aua! Machen gleich viel Damage. Aber was? Wieso läuft er nochmal? Ich verliere noch. Heya! Er überlebt. Aber ich kann auch zweimal. Wenn du zweimal kannst, dann cheat ich auch. Und geh auch zweimal auf dich drauf. Bam! Okay. Die 19 Dollar Fortnite Card sind gerettet. Jetzt können sie wieder verlost werden. Yippie! Gerettet 1. Mike war siegreich. Ein Kinderspiel. Man kann jetzt, wenn man will... Oh, ich kann dir wieder vorspulen. Man kann, wenn man will, sich erinnern. Das Einzige, was das macht, ist, man sieht den gleichen Kampf, den man gerade gemacht hat, einfach nochmal. Nur halt in schnell, aber ganz ehrlich. Zumindest jetzt im Moment würde mir nichts einfallen, wo das irgendwie sinnvoll sein könnte. Deshalb werde ich das einfach mal ignorieren. Und erreichen leider kein Level. Aber wir erhalten ein Schleimgelee. Puh. Sehr gut gemacht, Mike. Ach, war doch nicht der Rede wert. Das Kind sollte nun auch in Sicherheit sein. Ho, 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 das läuft doch ganz gut. Jetzt kehre zur Stadt anfangs zurück. Alles klar. Dann tun wir das doch mal. Und das epische Gesicht vom kleinen Kind wird nun wieder zusammengeklebt. Yay! Ui, das kitzelt! Ja, sorry, dass das erste Meme, was ich hier rette, so ein Meme ist, sag ich mal. Aber ganz ehrlich, ich konnte es mir nicht verkneifen. Man kann dem Spiel die ganzen Memes so machen, wie man möchte. Man kann ganz viel Blödsinn machen, wenn man will. So wie ich jetzt hier mit diesem kleinen Kind. Mir ist nichts Besseres eingefallen, okay? Ich fand irgendwie, kleines Kind, Fortnite-Card, irgendwie hat es gepasst. Und irgendwie fand ich es lustig. Naja, wie auch immer. Hurra, ich bin zurück! Yay, oh, was für ein Glück! Geht es dir gut? Du bist doch nicht verletzt, oder? Nein, mir geht's gut. Oh, was für eine Erleichterung. Vielen Dank, gütiger Abenteurer. Bitte nimm dieses Geschenk als Dankeschön. 200 G. Wahrscheinlich Gold. Nice. Hm? Ho, ho, ho. Wunderbar. Einfach nur wunderbar. So kann es weitergehen, Mike. Deshalb habe ich auch eine weitere Aufgabe für dich. Ach, wirklich? Du weißt, was der dunkle Fürst Gomme HD getan hat. Es war eine riesige Schweinerei, um es milde auszudrücken. Der tut so, als wäre gerade Massaker passiert. Es wären gerade 20 Leute umgebracht worden. Deshalb komme ich nicht umhin, dich hiermit zu beauftragen. Besiege Gomme HD und rette diese Welt. Tust du das? Ja. Die Antwort war korrekt. Deine neue Kraft sollte dir im Kampf gegen Gomme HD helfen. Jetzt jage den dunklen Fürsten, Magier Mike. Ich erwarte große Dinge von dir. Ho, ho, ho. Na dann sollten wir ihn nicht enttäuschen. Leider ist ja immer noch nicht alles gerettet worden. Darum werden wir uns jetzt kümmern. Jetzt kümmern. Ja. Wähle ein Mii für jeden Reisenden. Oh. Das kommt gerade ein bisschen random, aber okay. Alles klar.
Nachdem ich ein paar Mies zugewiesen habe, können wir nun weitermachen. Ein Mies sieht man zwar schon, aber ich werde trotzdem jetzt noch nicht drauf eingehen, denn wir können zu dieser Person noch nicht hin. Gehen wir hier einfach weiter. Zu den Flachlandhügeln. Wo wir eigentlich schon die ganze Zeit sind, aber trotzdem nochmal eine Introduction bekommen. Auf geht's! Was hatte ich gestern zum Abendbrot? Mischitten? Keine Ahnung. Alter Falter! Ein alter Falter! Okay, du hast es nicht alles gewollt! Ha! Aber gegen dir mache ich aber 3 Damage. Aua. Kriegst du es zurück! Ja! Ja, jetzt verstehe ich auch, warum wirklich gefühlt jeder den Krieger als seinen eigenen Kämpfer, als seinen eigenen Charakter benutzt. Egal! Ja! Okay. Der alte Falter ist besiegt und somit ein weiteres Gesicht gerettet. Ho, ho, ho! Hast du das Gesicht gesehen, das von dem Monster weggeflogen ist? Wem auch immer es gehört, der dürfte dir unendlich dankbar sein. Wie dieser kleine Bengel, dem du vorhin begegnet bist. Kurz gesagt, besiege Monster und befreie die Gesichter der Leute. Mach ruhig weiter wie bisher und hilf so vielen wie nur möglich. Wirst du mir diesen Gefallen tun, Mike? Ho, ho, ho. Aber na klar doch. Ich hätte ewig so weitermachen können. Level 2. Okay, Magie steigt. Und Feuer gelernt. Grill einen einzelnen Gegner mit magischem Feuer. Nice. Dafür erhalten wir ein Falter-Honig-Sternchen. Ui. Und 5 Gold. Ja, 5 Gold ist irgendwie nichts. Ah, diese friedliche Ruhe. La la la. Man kann auch vorspulen. Ui, es gibt Schwierigkeiten. Oh je. Ich kann das nicht. Gegen einen alten Falter? Das habe ich ja noch hingekriegt, aber ich bin kein freaking Krieger, Mann. Ich brauche einen Krieger als Unterstützer. Ich kann das nicht gegen zwei alleine. Ich bin zu schlecht dafür. Noob. Ho, ho, ho. Jetzt sitzt du in der Patsche. Na gut. Ich werde dir wohl Hilfe schicken müssen. Abracadabra. Bitteschön. Fehle ein Mii, mit dem du reisen willst. Wir werden mit Maike reisen. Sie ist, naja, verträumt, würde ich mal sagen. Und sie wird unsere Kriegerin. Damit wir auch mal ein bisschen zuschlagen können. Ich bin Maike und ich bin eine verträumte Kriegerin. Das passt. Huch, wie bin ich denn hierher gekommen? Kann ich dir helfen? Ja, bitte. Jetzt kämpfen wir gemeinsam gegen die beiden. Bam, bam, bam. So, aber wir kämpfen natürlich mit unserer neuen Magiefähigkeit. Neue Technik. Feuer. Bam. Oh, 11 Damage. Nicht übel, oder was? Ah. Oh, die macht One-Hit. Super. Nice. Mike und Co. waren siegreich. Das wird morgen sicher wehtun. Ja. Einen normalen Falterhonig und diesmal 10 Gold. Puh, geschafft! Danke für deine Hilfe. Du bist also unterwegs, um die Welt zu retten, ja? Darf ich mich dir anschließen? Diese rumhüpft. Ja, klar. Ich bitte drum. Wie die rumhüpfen. Woo! Maike hat sich dir angeschlossen. Ho, 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 bei euch ist also noch alles dran, ja? Mike und du, ihr werdet sicher noch richtig gute Freunde. Je tiefer eure Freundschaft ist, desto mächtiger werdet ihr sein. Gute Reise, ho, ho, ho. Nicht nur müssen wir herausfinden, was mit uns geschehen ist,
sondern auch was mit Maike passiert ist. Beziehungsweise nicht mit uns, sondern eher von dem Ebenbild von mir. Na, wie auch immer. Gehen wir erstmal weiter. Auf geht's, Leute! Einverstanden! Hm? Augenblick, da liegt irgendwas. Eine HP-Banane. Aha. Was soll ich denn damit machen kann? Puh. Müde, es wird auch dunkel. Hey, Maike, warte mal. Maike hat eine HP-Banane rausgeholt. Wollen wir die uns teilen? Oh, nice. Lecker. Damit steigt unsere Freundschaft. Wie schön. Meine Füße tun weh. Hat Mike Knoblauch gegessen? Was, stink ich etwa? Oh mein Gott. Was bist du denn? Ein Kobold. Ja, komm her. Feuer. Bam. Nicht übel, oder was? Die Macht des Horns. MP-Streuer aktiviert. Kraft des MP-Streuers. Nutze dieses mysteriöse Streu, um die MP eines Mii-Charakters zu regenerieren. Ho, ho, ho. Du hast eine neue Kraft erlangt. Ohne MP kannst du Techniken und Magie nicht einsetzen. Behalte in Kämpfen also stets die MP-Anzeige im Auge. Und falls dir doch mal die MP ausgehen, nutze den MP-Streuer. Aber gehe sparsam mit ihm um. Ho, ho, ho. Okay. Wow. Und jetzt gibt es hier dieses Menü, das kenne ich noch von der Demo. Ist ein bisschen verwirrend am Anfang, aber man kann auch einfach X drücken, dann kommt man hier rein ins Menü. Gegner-Status zum Beispiel. Da sieht man, wie viele Leben die haben. Man kann auch automatisch Kämpfen einstellen. Und ansonsten die Streuer benutzen. Oder auch wegrennen. Aber komm schon, wer rennt ihr denn bitte weg? Wir greifen an! Ja! Und soweit ich weiß, werden die Streuer nach jedem Kampf wieder aufgefüllt. Was ich sehr gut finde. Das war's wohl. Hurra! Ein Koboldschinken. Jetzt eine Tasse Tee. Alles in Ordnung? Und wir rennen mal ein bisschen. Sind wir bald da? Puh, ich bin fix und fertig. Ich auch, ich bin bald am Ende meiner Kräfte. Augenblick mal, was ist das? Du hast ein Gasthaus erspäht. So ein Glück, ruhen wir uns dort eine Runde aus. Da gibt's bestimmt auch einen Swinging Pool. Naja, wollen wir doch mal Glück haben. Komm schnell. Yay, wir haben das Gasthaus entdeckt. Juhu.